Jeffrey Boomhauer konnte auf Seiten des TVM Stetten am 10. Spieltag endlich wieder mitwirken. Der Niederländer war mehrere Wochen verletzt, nun aber wieder im Kader. Genauso wie natürlich Elvir Selmanovic. Der TVE mit 8 Niederlagen aus 9 Partien, das Abenteuer erster Handball-Bundesliga, ist für die Emstettener schon längst zur harten Realität geworden. Der zweite Saisonerfolg sollte nun am Samstagabend gegen den TSV Hannover-Burgdorf eingetütet werden. Zumindest so der große Wunsch von den Fans und natürlich den Spielern. Und für den TV Emstetten begann diese Partie richtig gut. Sehr beweglich in der Offensive, mit variablem Spiel und tollen Toren. Der Kapitän Stefan Thünemann mit einem klasse Treffer. Emstetten hatte den Gegner und das Spiel im Griff. Der Gastgeber war vor allem mental auf der Höhe und ein ums andere Mal gedankenschnell. Super Anspiel von Ragnarsson und erneut ist es Thünemann, der für die Grünen einnetzt. Emstetten führte 5:2 sowie 8:4 und meist lief es nach demselben Schema. Der TVE mit schnellem Umschaltspiel und diesen Mann kennen Sie schon, Stefan Thünemann macht das Tor. Der Kapitän erzielte am Samstagabend 8 Treffer und die Emshalle stand in den ersten 15 Minuten Kopf. Der Gast aus Hannover wusste überhaupt nicht, wie ihm geschah, versuchte durch Timeout das Spiel des TVE zu unterbrechen und das eigene zu ordnen. Und dies schien zu fruchten. Zwar ist in dieser Szene Stefan Thünemann erneut erfolgreich, doch in der Folgezeit war Hannover-Burgdorf in der Partie angekommen und Emstetten verlor nach und nach den Faden. Das Team von Trainer Gennady Schaleppo kam in der Offensive überhaupt nicht mehr zum Zug und agierte meist zu überhastet. Hannover-Burgdorf wurde mutiger und man mag es kaum glauben, ging mit einer 14:13 Pausenführung in die Kabinen. Eigentlich unerklärlich, denn der TV Emstetten machte ein mitreißendes Spiel, konnte aber mit der Führung anscheinend nicht umgehen. Durchgang 2 begann für beide Teams mit einer hohen Fehlerquote und gerade für den TVE war dieses Wurfpech bitter, denn Hannover-Burgdorf wackelte plötzlich mehr als die Heimmannschaft. Das merkte auch Gästecoach Christopher Nordmeier an der Außenlinie. Doch Emstetten blieb im Abschluss blass. Die Unruhe und Unsicherheit war nun auch auf den Rängen spürbar. Doch mit dem Rücken zur Wand drehte Emstetten noch einmal auf. Stefan Berg-Lückebö parkt den Ball haargenau hinter der Linie. Und er war ja auch noch da. Jeffrey Boomhauer mit einem Wahnsinnstor von links außen. Doch Hannover-Burgdorf gab bis zum Ende diese Führung nicht mehr aus der Hand. Dafür war der TVE gerade im Abwehrverhalten einfach zu schwach. Am Ende hieß es 31:28 für Hannover-Burgdorf. Wichtige Punkte für den Gast. Der TV Emstetten erleidet die 9. Niederlage im 10. Spiel. Doch insgesamt machte die gezeigte Leistung Hoffnung auf bessere Zeiten. Ich denke, dass wir auf jeden Fall uns gesteigert haben im Gegensatz zum Magdeburg-Spiel. Und 3 Tore sind auf jeden Fall noch weniger als gegen Flensburg beispielsweise. Und da müssen wir jetzt dran anknüpfen und versuchen, dass wir vielleicht das nächste Mal unentschieden oder die Punkte holen. Und wenn wir das schaffen, wenn wir auch schaffen, die Schwächephasen, die wir hatten, Ende der ersten Halbzeit und Anfang der zweiten Halbzeit, rauszulassen, dann können wir auch, denke ich, die Punkte holen. Die Halbzeit bei uns war sehr gut, besonders 20 Minuten. Wir haben auch mit Tempo super Handball gespielt. Zweite Hälfte bei uns leider aus dem Rückraum diese leichten Tore ein bisschen gefehlt. Aber von diesem Spiel wir können auch viel mitnehmen. Also nach dem Spiel, wenn man verliert, dann ist natürlich erstmal die Enttäuschung groß. Aber ich denke, dann muss man einfach jetzt das Positive mitnehmen. Und das ist, dass wir nur mit 3 Toren verloren haben, dass wir größtenteils in der ersten Halbzeit geführt haben. Und darauf können wir aufbauen. Wir sind immer noch auf dem Lernprozess. Das kann man, weil wir haben noch immer noch zwei Punkte. Wenn wir ein bisschen auf dem Konto mehr haben, dann kann man sagen was anderes. Aber momentan, wir müssen noch von der Bundesliga viel lernen und viel mitnehmen und erwachsen als Bundesligamannschaft oder Verein oder einzelne Spieler. Aber so kann man noch nicht sagen.